Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dinosaurs. Und letztes Mal waren wir ja bei den Triceratopsen, beziehungsweise haben diese gesetzt sieben kleine Babys, die auch immer noch am selben Ort sind, so hoffe ich jedenfalls. Und ich habe euch ja letztes Mal noch gefragt, wie würdet ihr es finden, wenn wir ein Gehege im Dschungel anlegen für eine neue Art von Dinos, dass wir quasi auf dieser Insel einmal frei lebende Triceratopse haben und ein Gehege im Dschungel, ne? Und da meintet ihr, die Idee ist echt cool. Und ich habe dann mal überlegt, welche Dinos wir da nehmen. Und ratet mal, wofür ich mich entschieden habe. Richtig, für die Dilophosaurier, denn diese sind eigentlich ziemlich cool, also ich mag die auf jeden Fall. Und sie sind gar nicht mal so groß, das heißt im Dschungel können sie auch gut untergebracht werden, ne? Zuerst hatte ich mich ja für die Compsognathi erkundigt, aber die vermehren sich einfach wie die Karnickel. Und da dachte ich mir, nehmen wir dann doch lieber die Dilophosaurier, ne? Und da sollten wir sogar noch einige Eier haben. Ich werde mal schauen. Na, sollten wir auf jeden Fall noch haben. Ihr seht, da haben wir noch genug, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Stück haben wir da noch. Und wir haben auch noch eine Menge DNA, die wir halt da züchten könnten, ne? Apropos DNA, wir können mal gucken, ob der Cultivator vom letzten Mal noch geklappt hat. Ja, der hat geklappt. Der ist nicht kaputt gegangen. Ein Glück, ne? Haben wir sogar noch ein Triceratops-Ei im Petto. So, müssen wir erstmal schauen mit der DNA. Wie viel Dilophosaurus-DNA haben wir denn noch? Ja, ihr seht schon, nicht so viele, nur noch eine. Das ist ein bisschen blöd. Dann müssen wir das anders machen. Dann können wir theoretisch einfach die Dilophosaurier Fleisch nehmen oder so, ne? Oder wir warten einfach mit dem Biofossil ein bisschen, aber zur Not nehmen wir einfach das Fleisch der Dilophosaurier. Davon haben wir auch ein bisschen. Glaube ich jedenfalls. Wir können ja mal gucken. Na ja, da. 4 Stück haben wir sogar. Zwar ist es zwar nicht viel, aber immerhin, ne? 4 Stück, daraus kann man dann 4 neue Dinos machen. Besser als nichts. Ja, wenn ich die hier hin tue, seht ihr schon, das geht auch so, da muss ich das nicht erst in DNA umwandeln, sondern kann das auch gleich so machen, ne? Einfach Fleisch rein und dann kommt das Ei raus. So einfach geht das, so. Ich wette wieder, dass mindestens einer davon kaputt geht, so hat es jedenfalls die Erfahrung gezeigt. Wir werden aber trotzdem schon mal jetzt Baumaterialien zusammensuchen, denn wir wollen ja jetzt auch ein Gehege bauen, ne? Und dafür brauchen wir auf jeden Fall Baumaterialien. Was nehmen wir da? Ich denke mal, Holz ist halt sehr gut geeignet. Die Frage, was jetzt für ein Holz? Ich würde sagen, wir nehmen normales Holz. Wobei, wir könnten theoretisch auch Dschungelholz nehmen. Das würde sich eigentlich anbieten, aber ich würde mal sagen, wir nehmen normales Holz. Und davon habe ich eigentlich relativ wenig, wie ich hier gerade sehe. Was mich ziemlich wundert, ne? Wir können nochmal bei Baublöcken gucken. Wir könnten theoretisch auch Stone Bricks nehmen, weil ich glaube, das würde nicht ganz so zum Naturbild passen. Können wir aber trotzdem mal mitnehmen, ne? Aber ich denke wirklich, dass es nicht so passen würde. Wegen dem ganzen Naturbild mit Dschungel und so würden, glaube ich, Steine eher weniger passen. Aber egal, wir können das ja trotzdem mal ausprobieren. Aber ich denke mal eher, wir sollten da lieber zum Holz greifen. Also, ihr seht schon, wir haben noch einen Skarabäus im Inventar, den will ich auch gleich hier ablegen. Weil es wirklich ist ein so wertvolles Item, wenn wir das verlieren, ist ja nur zu schade. Deswegen zack, einfach in die Kiste und ihr seht schon, wir haben 5 Skarabäe, ne? Unglaublich. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Haben wir hier irgendwo noch Holz? Ne? Oakwood, ja. Naja, Akazienwood wollte ich jetzt nicht haben. Das ist Birchwood. Na, wir gucken einfach erstmal. Ja, das ist klar, dass hier nichts ist. Das ist die Fleischkiste, da ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist... Ja, auch nicht das, was wir brauchen. Hier vielleicht. 16 Oakwood. Und wir haben ganz viel Rubberwood. Aber ich glaube, das ist dasselbe wie Oakwood nachher. Ich glaube, es sieht genauso aus. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es einfach mal. Kann auch sein, dass es dasselbe wie Junglewood ist. Ich bin mir nicht sicher. Wir schauen einfach mal, ne? Auf jeden Fall haben wir davon sehr viel. Dann sonst verwenden wir einfach das statt dem Oakwood. Sollte sonst auch gehen, ne? Bin ich mal gespannt. Ich denke, das ist sogar noch die bessere Entscheidung. Ihr seht schon, da ist ein Cultivator kaputt gegangen. Der erste, wie ich das angekündigt habe, kaputt. So. Wir hier gucken, ihr seht schon, das ist Jungle Holz. Also machen wir einfach ein Jungle Holz gegen, ne? Dann werde ich das Oakwood wieder zurücklegen. Genau, tun wir das einfach mal hier rein. Oakwood hätten wir sowieso nämlich nicht so viel gehabt. Wie wir zum Beispiel Rubberwood haben, ne? Deswegen werde ich jetzt einfach Rubberwood nehmen. Und ich meine, das sieht da auch gut aus. So. Wir fusionieren weg. Wieder ein bisschen Platz haben und dann können wir auch los. Beziehungsweise vorher nochmal den Cultivator reparieren, ne? Bei mir war klar, dass er kaputt geht und ja, tatsächlich ist er kaputt gegangen, ne? Vielleicht ist das sogar nicht der erste. Es kann sogar sein, dass noch einer kaputt geht, aber ich hoffe mal, das wird der einzige gewesen sein. Wenn jetzt noch einer kaputt geht, hätte ich jetzt nicht so die Lust drauf. Ah naja, man kann sich das ja leider nicht aussuchen. Ne? Die versauger den da rein, Fisch rein. Da muss man einfach das Beste hoffen. Wir werden auf jeden Fall erstmal jetzt zur Insel zurück. Dort ruft uns die Natur. So, Hanglider, den haben wir auch mit. Das ist immer sehr wichtig.
Also ein Hanglider. Ich meine, ich finde den einfach genial, ne? Allein schon wegen dem Hanglider hat es sich gelohnt, das Modpack zu updaten. Ich finde der schon ziemlich cool, ne? Schon, da kann man einfach fliegen und gleiten. Besonders wenn man auf Bergen ist und irgendwie übers Tal möchte. Und, das ist das Minecart weg. Warum ist das denn weg? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde aber mal sagen, wir hatten doch sonst immer einen Ersatz-Minecart in der Kiste. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo das abgehauen ist, dieses Minecart. Merkwürdig. Einfach so verschwunden. Wer weiß, was da passiert ist. Ich mir auf jeden Fall ein neues und wir haben ja noch ein paar Minecarts. Hier war, glaube ich, eins. Und das gehört hier gar nicht rein. Aber ein Minecart ist ja auch nicht, soweit ich sehe. Aber hier war doch irgendwo ein Minecart. Ist die Frage, wo? Hier, da ist es. Das habe ich gesucht, genau, dann können wir das Eisen auch mal wegtun. Ansonsten hätte ich gesagt, okay, wir craften uns ein neues, aber wir haben ja jetzt einen Minecart. Dann geht's mal zurück. So. Zack, zack, zack. Vielleicht sollte ich wirklich mal eine Kiste voller Minecarts machen. Vielleicht ist das gar nicht mal schlecht. Dann, oder ich mache einfach so eine Verbindung, dass ich immer einen habe, der nach hier, nach da fährt und einen anderen, der nach hier fährt. So quasi, dass ich immer so einen Hin-Zurück-Zug habe, die sich immer irgendwie im Wechsel abwechseln, sodass wir immer irgendwie einen Zug kriegen. Ne? Dass wir nur ein bisschen anstehen müssen und dann, Zug ist fertig, ne? Natürlich die Frage, wie man das dann machen will. Auf jeden Fall müssen wir jetzt schnell sein. Los, gib Gummi, mein liebes Minecart. Mach schnell. Ich bin mal gespannt, wie schnell das jetzt ist. Das denkt man so schnell wie immer, ne? Ist ja klar. Aber ihr seht schon, ihr hört schon die Schienen, wie sie nur klappern unter uns. Ja? So. Da bin ich mal jetzt gespannt. Die Hälfte haben wir schon geschafft, ungefähr. Das ist einfach so genial, ne? Wir haben einfach so ein riesiges Meer und fahren da einfach mit dem Minecart drunter durch, ne? Das ist wirklich wie England und Frankreich mit dem Eurotunnel. Man kommt einfach vom einen Festland zum nächsten. Beziehungsweise vom Festland zur Insel. Wobei, richtiges Festland haben wir hier nicht. Das sind ja alles irgendwie Inseln, ne? Wenn ich mal auf die Map gucke, dann ist das ja eigentlich eine große Insel. Wenn wir uns das mal angucken. Ich habe das ja von allem anderen abgetrennt. Das ist eine sehr große Insel, die aber mit der Insel noch verbunden ist. Ja, das ist quasi eine Halbinsel hier. Dann haben wir noch Dodo Island, die Leuchtturminsel. Und unser Außenposten ist auch eine Insel, ne? Also es sind alles Inseln irgendwie. Ist quasi so ein Inselstaat oder so kleine Inselgruppierung. Finde ich auf jeden Fall auch ganz nett. So, dann sind wir auch endlich mal da und da seht ihr schon meinen Minecart, auf das ich die ganze Zeit gewartet habe, ne? Jetzt wissen wir, wo das ist. Genau, fahr du mal zurück, richtig. Genau so macht man das. Wir werden in der Zeit schon mal nach oben gehen und schon mal ab in den Dschungel und dann werden wir nochmal klären, wo wir das Gehege denn jetzt genau bauen. Ich habe das zwar schon eine grobe Ahnung, aber ich habe jetzt Angst. Stell dir mal vor, wir haben da ja hohe Bäume. Wenn dann die Dilophosaurier da mal hochklettern und runterfallen, sind sie ja auch ganz schnell Matsch, ne? Deswegen müssen wir nur gucken, wie wir das am besten anstellen. Auf jeden Fall vorher nochmal Beutel. Was können wir da reintun? Da tun wir erstmal Sachen rein, die wir so nicht benötigen. Genau, sowas zum Beispiel. Magic Conch brauche ich nicht. Den Helm brauche ich eigentlich. Kann ich mal aufsetzen, ne? Das Triceratops-Ei brauchen wir gerade auch nicht. Den Helm setze ich mal auf. Ne, ich weiß. Ist genauso wie mit einem Fahrradhelm. Das muss man zwar nicht tragen, es gibt keine Helmpflicht. Aber es ist halt sicherer, ne? Wenn ich jetzt angegriffen werde, ist so ein Helm auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn mir jemand auf den Kopf schlägt, zack, kann ich sagen, ja, ich bin gesichert. So, und ich würde sagen, wir werden das auf jeden Fall, werden den See nicht mehr mit einbeziehen in das Gehege. Wobei, nein, werden wir nicht. Muss mal gucken, wie planen wir das Gehege jetzt? Ich würde sagen, wir machen das wirklich hier am Sumpfgebiet entlang. Und es zieht sich dann bis hier, ne? Dass wir einfach hier so ein. Ja, die Grenze sind quasi dieser See und das Festland. Ich würde sagen, das sind so die Grenzen. Und da ziehen wir ein großes Gehege lang, würde ich mal so sagen. Das ist auf jeden Fall so meine Idee jetzt, ne? Die Idee der Dilophosaurier. Genau, einmal springen. Und ich denke mal, den See werden wir nicht mehr mit einbeziehen, weil falls da einer reinspringt, ist mir einfach zu gefährlich. Jetzt habe ich gar keinen Dreck mehr zum Verdichten mitgenommen. Oh. Man braucht ja eigentlich immer Dreck zum Verdichten, das ist mal ganz wichtig. Aber dann haben wir es diesmal halt nicht mit, ne? So, dann können wir hier auch nochmal gleich gucken. Nämlich, der Fluss soll auch eine Grenze darstellen. Ja, müssen wir zurück zum Fluss. Müssen nur schauen, wie wir diese Grenze dann einrichten, so. Ne? Also, genau. Das soll dann ja so sein, dass es dann von hier quasi so einmal so um den See geht, ne? Das heißt, wir können hier meinetwegen anfangen.
Wo haben wir unser, genau, hier haben wir unser Holz. Wobei, wir könnten das auch mit diesem Holz machen, dass wir uns einfach so hochbauen. Aber das sieht auch merkwürdig aus eigentlich, ne? Oder was meint ihr? Kann man das so machen? Wollen wir das lieber so machen oder lieber so? Ist jetzt die Frage, was sieht besser aus? Ne? Ich würde wirklich sagen, dass das hier besser aussieht, weil es halt viel natürlicher aussieht. Aber ich glaube, wir haben zu wenig Holz, dass wir das so machen können. Wenn wir mal gucken, wir haben jetzt. Ich muss mal gucken, wir haben. Gerade 1, 2, 3, 4. Na, wie viele Stacks haben wir? 1, 2, 3, 4. 5 Stacks haben wir, ne? Müssen wir überlegen, das sind 5 Stacks. Und wie viel Holz kann man daraus gewinnen? Ich glaube. Nicht genau, also es sind auf jeden Fall 320 Blöcke, die wir da haben, beziehungsweise 300, jetzt müssen wir die 13 noch dazu nehmen, sind das 333 Blöcke, die wir jetzt verbauen können. Wenn wir mal überlegen, das können wir nochmal auf drei, können wir noch verdreifachen, dann wären das ja 960 Blöcke. Ich glaube, dann lohnt es sich mehr, wenn wir diese einfach, ihr wisst schon, also wirklich zu Planks craften, zu Holzbrettern. Ich glaube, das bringt es mehr. Auch wenn es vielleicht so schön aussieht, nee, wir nehmen lieber die Holzbretter. Ist dann doch. Können wir, gehen wir lieber auf Nummer sicher, weil ich glaube, mit 320 Holz kommt man nicht ganz so weit. Würde ich einfach mal so vermuten, ne? Allein schon die Strecke ist vielleicht so 100 Meter lang, wahrscheinlich sogar noch länger. Und dann noch das 3 hoch zu machen. Würde ich wirklich sagen, nehmen wir einfach mal lieber. Ihr wisst schon, die Wooden Planks. So, ich werde aber auf jeden Fall auch erstmal schlafen gehen. Da ist unser Triceratops, der ist auch ziemlich cool. Das Coole an diesem Triceratops ist, der zeigt uns immer an, wo unser Haus ist. Dann direkt darunter, unter den Triceratops, zack, ist unser Haus. Beziehungsweise unser kleiner Unterschlupf, wo wir direkt zum Bett gehen können und ein Nickerchen machen können. Einfach ein bisschen schlafen. Und am nächsten Tag, Arbeit geht wieder los, wir gehen raus, ne? Ich sehe schon noch kein einziger Triceratops ist ausgebrochen, aber eine Kuh ist schon eingebrochen, ne? Also, ihr seht schon, die Kühe, die wollten mal wissen, oh, was ist denn da drin? Da gehe ich mal rein, ne? Aber die Triceratops, die sind zufrieden und sagen, nö, wir bleiben erstmal hier drin, wir hauen nicht ab. Finde ich ganz gut, weil die dürfen auch erst freikommen, wenn sie größer sind, ne? Ihr seht schon, aus einem Stack kann man drei weitere machen, ne? Mich wundert es, dass es nur drei sind. Ich dachte eigentlich, es wären vier. Jedenfalls war das so, früher. Ich glaube, es ist auch nur bei Wobbawood diese Besonderheit. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Wenn ihr euch damit auskennt, dann könnt ihr es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, so ein Dschungelgehege ist zwar ganz cool, aber wie gesagt, ist es auch schwierig, ne? Deswegen, wir müssen da wahrscheinlich noch sehr viel verdichten. Aber egal. Ja, besonders mit der Umzäunung ist das halt ein Problem. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Hier sind sogar Nautili, ne? Unglaublich, ne? Sogar Nautili spawnen hier. Das finde ich mal schön. Genau, wo ist meine Axt, wenn man die braucht? Die Peitsche brauchen wir gar nicht, wir brauchen die Axt. Die sogar auch sehr schnell ist, da muss ich auch aufpassen. Genau, und dann werde ich die jetzt direkt hier am Ufer machen, denke ich. Und so, dass wir quasi hier, ziehen wir so eine Linie hier, die, seht ihr hier das Braune, das zieht sich dann hier so hin, am See vorbei, dann an der Bahn vorbei und dann einmal hier so rum. Ne? Das haben wir ein sehr großes Gebiet eingezäunt. Ich denke mal, das sollte auch reichen, ne? Vom Gebiet her, das ist eigentlich ein sehr großes Gebiet. Sollte durchaus reichen. Aber wenn wir zu wenig Rubberwood haben, dann können wir das nachher immer noch erweitern. Und hier müssen wir auch zum Beispiel aufpassen, ne? Wenn wir hier jetzt sehen, die können dann ja auch hier nur einfach runterspringen. Die können dann einfach sagen, ja, ich gehe mal hier rauf und springe dann hier so runter. Und schon sind sie draußen. Also es ist sehr schwierig, das zu machen mit dem Dschungelgehege. Da weiß ich noch nicht, wie wir das dann am besten machen, ne? Das ist eine gute Frage. Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, weil ich habe da keine Ahnung, wie machen wir das jetzt am besten. Ne? Das ist echt eine sehr gute Frage. Wie machen wir das jetzt am besten? Ne? Wobei ich glaube, die Dilophosaurier würden sowieso nicht hier ins Wasser gehen. Die würden da nicht runtergehen. Das heißt, wir bräuchten theoretisch das hier noch gar nicht abzäunen. Wobei ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Wir können das ja erstmal ausprobieren, indem wir hier. Immer zack, zack, zack. Das einfach nur an den Stellen machen, wo man halt rausgehen kann, ne? Da werden wir abzäunen, aber ich glaube, hier im Wasser ist das nicht nötig. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Ich kann es aber halt auch nicht genau sagen, ne? Weil ich nicht weiß, wie die so ticken. Also jedenfalls nicht genau. Ich weiß ungefähr, aber nicht genau. Auf jeden Fall müssen wir das irgendwie so abzäunen, dass die da halt nicht ausbrechen können, ne? Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier anfangen.
Ne? Dann halt auch mit dem Ziel, dass sie da halt nicht ausbrechen können. Jetzt ist die Frage, kann man hier irgendwie ausbrechen? Richtig, kann man. Wobei, ist dann schon schwieriger. Aber man kann es theoretisch. Und das ist schlimm. Muss es so machen, dass man es auch rein theoretisch gar nicht kann. Und zum Beispiel so. Wie will man da noch ausbrechen? Es ist ja eigentlich viel zu hoch, damit man hier ausbrechen kann. Ne? Also hier kann kein Dino mehr ausbrechen. Würde ich mal so behaupten. Nö, hier kann, denke ich mal, keiner rüber. So hoch können die nicht springen. Genau, jetzt müssen wir einmal hier rum sozusagen, ne? So, ich werde das erstmal mit zwei Blöcken symbolisieren. Und dann machen wir das nachher, besiegeln wir das einfach. Und jetzt sind wir einfach mal hier so einmal rum quasi. Und können wir auch zwischendurch mal auf den Blättern latschen, warum nicht? Ne? Ich meine, somit sparen wir Blöcke. Und können auch die Blätter ein bisschen mit einbeziehen, ne? Warum nicht, ne? Genau, sieht auch, an diesen Stellen müssen wir theoretisch auch ein bisschen höher gehen. Ne? Da müssen wir dann einfach mal einen höher. Damit halt die auch nicht ausbrechen. Wir wollen nicht, dass die ausbrechen, deswegen sind wir da auch wirklich höher als bei normalen Gehegen, ne? Besonders durch diese Blätter hier. Ja, oder auch hier mit diesen Bäumen, ne? Da muss man wirklich aufpassen, wie man das da am besten macht. Deswegen, wir müssen einfach mal gucken. Auf jeden Fall, ich fange hier auf jeden Fall schon mal an. Wir werden sehen, ob das gut klappt oder nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann das da genauso wenig vorhersagen wie ihr. Auf jeden Fall fange ich hiermit schon mal an. Das abzuzäunen, vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Wir werden es ja sehen. So, und natürlich hält es dann auch die Triceratopse davon ab, ins Dilophosaurier-Gehege zu gehen. Was natürlich nochmal zum Schutz der Triceratopse ist. So. Genau, dann müssen wir hier wirklich nochmal einmal rum. Das ist ja ganz schön heftig. So. Das heißt hier nochmal einmal rum. Zack. Dann könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet, von dieser Idee mit dem Gehege. Ob ihr meint, ja, Skalter, ich finde das eine gute Idee. Oder ob ihr meint, ja, Skalter, du solltest da irgendwie mit dem Zäunen, solltest du es irgendwie noch anders machen, weil so ist das irgendwie zu unsicher. Aber wenn ihr da eine gute Idee habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Weil ich kenne mich da nicht so aus, wie man das mit einem Dschungel vereinbaren kann, so ein Gehege. Ich kenne mich da wirklich nicht so ganz, also ich kann das leider nicht genau sagen. Aber wie gesagt, wenn ihr da Experten vielleicht auf dem Gebiet seid, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, ne? Weil vielleicht kennt ihr euch da ja besser aus als ich. Weil ich habe noch nie ein Dschungelgehege gebaut, deswegen wäre ich da über eure Antworten dann doch ganz froh. So. Genau, ihr seht schon, hier müssen wir wieder dann höher. Ist auch klar immer, dass sie halt nicht rüber können. Und hier kann man dann auch wieder, genau, mit den Zäunen weitermachen, ne? Sodass man das quasi irgendwann total eingezäunt hat. Wobei zum Wasser hin muss man nichts einzäunen, denke ich. Die Wasserseite, die braucht man nicht einzäunen, aber ich denke mal hier so, alles was irgendwie, ja, wo man fliehen könnte, sollte man lieber einzäunen. Guck mal, jetzt ist auch die Kuh da drin. Das heißt, wir haben gleich, die Dilophosaurierfutter, genau. Das Schaf bleibt lieber draußen. Das mögen die nicht so gerne. Wolle, i. Und dann Wolle im Mund hat beim Essen, vielleicht nicht so lecker. Genau, einfach mal runterschampen und die Rüstung kaputt machen. Nee, natürlich nicht. Ja, sollte man lieber aufpassen. Zack, die Rüstung lieber schonen, weil, ganz ehrlich, die kosten einfach so extrem viel, die zu reparieren. Und da, ja, bin ich lieber vorsichtig dann, ne? Ist ja, denke ich mal, selbstverständlich. So. Ey. Genau, ne? Ihr seht schon, das mit der Umzäunung klappt eigentlich bisher ganz gut. So, die Frage, ob es jetzt auch was bringt, kann ich nicht genau beantworten. Müssen wir gucken. Wir können es ja auch sonst erstmal mit Pflanzenfressern ausprobieren. Falls diese dann ausbrechen, ja, wissen wir, okay, wir tun hier lieber keine Dilophosaurier hin. Sonst töten die nachher noch unsere Triceratopse. Aber ich denke, wir könnten das auch gleich mit Dilophosauriern ausprobieren. Ich denke, das sollte kein Problem darstellen. Aber da könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Was ihr davon haltet, ob ihr meint, ja, ist geil, oder eher so, nee. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Genau, hier müssen wir dann wieder, oh, aufpassen, dass man dann auch wirklich gar nicht rüberkommt. Hier kann man dann ja einfach rüberjumpen, deswegen muss das hier dann sehr hoch.
Ja. Genau, hier dann nochmal wieder. Hier auch. Und seht schon, das ist unglaublich. Es dauert einfach ewig, bis man das gemacht hat. Ja, und hier ist zum Beispiel dieser Baum. Diesen Baum könnte man auch so quasi als Dings nehmen, wobei, ich glaube, es ist nicht ganz so gut, den zu nehmen. Man könnte ihn auch quasi so als Grenzpfeiler nehmen, ne? Also das ist, denke ich mal, auch möglich. Aber vielleicht nicht ganz so klug. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Wir tun es einfach mal. So. Genau, hier, Pilz kommt weg. Dann geht's hier einfach weiter. Ne? Und ich weiß noch nicht, wenn wir hier jetzt auf Blätter hochsteigen, ne? Und dann einfach so runterspringen, dann sind die auch draußen. Ne? Deswegen müssen wir wirklich mal schauen, dass wir da uns keine Fehltritte leisten. Auch mal übers Wasser gehen, warum nicht? Ha, haben wir noch einen kleinen Minisee mit drin, die Dilophosaurier. Genau, und ihr seht schon, wir bauen hier so eine Riesenstrecke. Einfach nur für die Dilophosaurier, wir sind total nett. Da kann man mal sehen, wie spendabel ich den Dilophosauriern doch bin. Weil das sind eigentlich echt coole Dinos. Die haben auch mal ein großes Gehege verdient, denke ich, ne? Ich möchte auch mal gerne wissen, wie groß dieses Gehege dann ungefähr ist, ne? In Blöcken ausgedrückt. Auf jeden Fall sehr groß, würde ich sagen. Ne? Aber auf jeden Fall nicht zu klein. So viel kann man schon mal sagen. Genau. Hier dann hier nochmal. Zack. Geht's nach oben. Und dann, ihr seht schon, das dauert einfach ewig. Wir können ja mal auf der Map gucken, was wir jetzt schon umschlossen haben. Ne, die Hälfte haben wir so schon ungefähr umschlossen, aber halt noch nicht alles, ne? Also da fehlt noch ein Stück. Ein ganz schönes Stück, die Hälfte fehlt wohl noch. Aber ansonsten sind wir da eigentlich schon relativ weit gekommen. Und das war's dann auch erstmal wieder mit dieser Folge Minecraft Dinosaurs. Ich hoffe, die Folge hat euch wie immer gefallen. Wenn euch die Folge wie immer gefallen hat, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß, macht's gut und bis zum nächsten Mal.